Moin und hallo zurück, Hertha-Fans. Endlich wieder Heimspiel, aber wir haben ja auch lang genug gewartet. Zum Rückrundenauftakt erwartet uns ein echtes Kracherspiel gegen den FC Schalke 04. In der Hinrunde nach langer Zeit auf Schalke mal wieder gewonnen und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Heute mal wieder mit dem guten Kollegen Anton aus der Online-Redaktion, der immer noch das Hertha-Recht in sich trägt und ich übernehme die Rolle des FC Schalke 04. Reckig wieder fit, wie wir hier sehen. Also, es riecht nach einem zweiten Sieg in Folge in der Rückrunde. Auf geht's! Das Spiel läuft. Und es spielen auch direkt die Hertaner von links nach rechts. Davy auf Wedert und der ballert da einfach mal rauf und prüft Fährmann. Auch schon in Nürnberg ein Mega-Duo abgegeben da vorne und es kann so weitergehen. Und es geht so weiter. Bisschen Kuddelmuddel da im Schalker Strafraum. Aber dann probiert es Davy auch einmal, wieso nicht? Und jetzt endlich mal die Schalker, von denen bisher nichts zu sehen. Also da bin ich bei meiner ersten Fahrstunde schneller in die Gänge gekommen, aber direkt mit einem guten Angriff. Und knappe Sache. Ich weiß nicht, wer da dazwischen war, aber sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt wieder Davy im Zentrum. Wedert auf Davy und Duda ganz frei auf Mittelstädt. Fährmann geht raus, wieder zurück, verschätzt sich. Und ein absolutes Traumtor von Maxi da. Unfassbar. Ja, und das können wir uns nochmal in allen Perspektiven angucken. Maxi hat jetzt auf jeden Fall Lunte gerochen und chippt den da ganz lässig rüber. Also wie ein Könner. Nicht schlecht. Da ziehe ich meinen Hut. Aber auch ich probiere es mit den Schalkern in den hellgrünen Trikots. Gut, jetzt mal zurück auf Burgstaller, der versucht Pfosten und im Nachpassen dann Uth. Ja, kann man so machen, Anton. Da musst du hinten natürlich ein bisschen besser sortieren. Und dann steht es ganz schnell 1-1, kurz vor der Halbzeit. Psychisch sehr wertvoll. Ja, sehr schön hier nochmal zu sehen. Also da hat auch dann Jahrstein keine Chance mehr. Und auch mit dem 1-1 geht es dann in die Pause. Nicht ganz verdient, würde ich sagen. Eher die Hertha mit besseren Zügen nach vorne. Aber das kann sich ja alles ändern. Und am Ende steht es halt 1-1. Schalke ja auch deutlich hinter uns in der Tabelle. Das soll aber nichts heißen. Und los geht's in der zweiten Halbzeit direkt wieder mit Hertha. Valentino ballert da auch einfach mal rauf. Aber ein Schalker dazwischen. Und die darauf folgende Ecke. Valentino auf Wedert und zack, da ist das 2-1. Wedert, so wichtiger Treffer. Sehr, sehr stark und das gucken wir uns auch in der Wiederholung auf jeden Fall nochmal an. Schöne Flanke da und da tankt sich Wedert hoch und macht das Ding rein. In der zweiten Wiederholung auch gut zu sehen. Was macht das Stambuli eigentlich? Das müsst ihr mir nochmal erklären, Jungs. Unfassbar. Aber gut, 2-1 für uns, damit können wir arbeiten. Und weiter die Blau-Weißen. Anton nicht schlecht mit Per auf Davy. Der guckt mal in die Mitte, aber gut geklärt da von Uth. Und weiter Hertha. Und Wedert probiert es direkt noch einmal. Und jetzt aber ein schlechter Abwurf da von Fährmann. Foul oder was ist es da? Ja, es wird gepfiffen und es gibt einen Freistoß aus ganz gefährlicher Position. Duda hat ja Schalke getroffen, aber hier knapp drüber. Naja, nächstes Mal, Junge. Und jetzt mal wieder die Königsblauen. Nicht in Königsblau, sondern in Königsgrün hier mit einer starken Kombination. Aber dann einer ganz schwachen Flanke. Aber weiter Schalke. Hertha kommt nicht ganz gut mit zurück und dann steht Burgstaller ganz frei. Das muss es doch sein. Was mache ich da? Aber ja, Stein, unsere Krake, hält das Ding fest. Unfassbar. Da gibt es auch nochmal Applaus. Trotzdem jetzt die Schalker ein bisschen mehr nach vorne. Obwohl, jetzt hier nochmal zurückgepasst. Stambuli auf Caligiuri, Caligiuri auf Stambuli. Und der sieht in der Mitte Mascarell, Mascarell, Burgstaller und die nutzt er widerlich. Aber jetzt hat Hertha natürlich die Konterchance. Macht der Anton was draus, wir werden sehen.
Meier, der kann schon nicht mehr. Davy auf Kalu. In die Mitte, Meier. Schieß, Junge, schieß. Aber die Schalker dazwischen. Davy, was ist da? Wieder ein Kuddelmuddel. Dann abgelegt auf den eingewechselten Dirosun und Peer mit einem Traumtor. Zwei Traumtore, da muss man eigentlich auch mal jetzt gewinnen in der 89., 90. Minute. Aber Junge, 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 ja, da gibt's nur noch Freude. Ich hoffe, ihr seid alle dabei am Freitagabend. Könnt ihr euch so eine Tore angucken. Peer einfach perfekt. Trocken getroffen und rinn das Ding. Jetzt ist es dann aber auch vorbei. Am Ende heißt es 3:1 und das schreibe ich so und nehme ich so mit. Für mich ist es leider nicht so gut gelaufen. Ich verliere das Ding und muss dann auch nächste Woche mit Wolfsburg wieder ran. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns alle im Stadion. Haue, Hertha BSC.